Wie nehmen wir denn das mal in Verwahrung, weil du hast gleich ganz andere Probleme, glaubst du? Jawohl. Komm, Markus, wichtig, dass du dich noch Hände an die Hosen hast und nichts mehr bewegen. Nie wieder. Alter, Moment, halt. Die Kinder auf dieser Seite, ihr müsst zurücktreten, ein Stück, ihr seid zu jung zum Sterben. Kinder, versteckt euch wieder den alten Daumen, dies ist mir so schade. Aragorn? En Position. Halt, 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 Moment, halt. Aragorn, ich muss am heiligen Sonntag diese Frage verlassen. Ach, du bist der einzige Vater, der drei Kinder. Was dein angekommen ist, ihr. Ja. Und ihr anwesend. Nein. Nein, dann können wir Gas geben. Position an! Aragorn, Moment. Marc, du sollst wissen, auch wenn es nicht so scheint, wir sind zwei gute Seelen da. Sollte es hier unten zur großen Katastrophe kommen, Markus, dann tut es uns ehrlich leid. Aragorn, da kommt der Trauer und komm auf. Halt! Jetzt kommt noch dieser furchtbare Schwindel. Also, du meinst, der Rotwein von letzter Nacht steigt wieder hoch. Nein, das Bier von gerade eben. Aber keine Sorge, wir sind voll. Markus, du solltest noch Zeit zum Träumen haben. Du bekommst den Genitalprotektor. Ja, Markus, ein bisschen realistisch. Yeah. Naja, so lebt halt jeder in seiner Welt. Wir kennen das ja. So, liebes Publikum, wir werden auf die drei gezählt, das Messer nimmt seinen Lauf. Ist Markus danach immer noch ein Mannsbild, bekommt einen großen Applaus, denn er ist der Held des Tages. Wenn nicht, senkt ihr kurz euer Haupt, wir bringen Markus von dann und das Spektakel und geht weiter, als er nichts geschehen. So, Markus, hast du noch irgendwelche letzten finalen Worte an die Audienz? Nein! Wir sagen Adieu. Auf die drei. Es geht los. Oh, eins. Und zwei und drei und hoppala! Yeah. Yeah.